Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Mass Effect. Ja, wir sind wieder da. So, mir ist gerade aufgefallen, unten links, Lyra und Garrus sind so halb am Verrecken. Das ist eher unpraktisch. Aber was soll's. Tschu. Wir gehen einfach weiter ins Gebäude. Wow. Boah. Noch weggekommen. So, sind nur noch zwei über. Ja. Ups. Ja. So, das meine ich. Ich weiß nicht, was ich womit meine, aber... Ja. So, weg. Ja, noch einer ist da. Da vorne? Ja, da vorne war er. Aber... Dafür schulden sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geld. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Hä? Schön. Hä? Ja gut, gehen wir hier mal rein. Ja, wir sind endlich wieder dabei. Hier auch mal wieder Mass Effect zu spielen. Kommen ja auch nicht ganz drum rum, das noch fortzusetzen, vor allem für die Vollendung der Story. Dann später mit dem zweiten und dem dritten Teil. Wobei, keine Sorge, ich werde das nicht direkt im Anschluss machen, wobei ich dann wahrscheinlich so am meisten Bock drauf hätte. Aber das wird dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Was war das? Warten Sie! Schalten Sie das Komm ab! Geht's, kommen auf uns zu! Mist! Schalten Sie das Komm ab! Eigenartig. Okay. Oh. Sorry. Ey, Leute. Alles gut? Ey. Aha. Wow. Einen Moment bitte. Ich muss einmal auf die Schrotflinte wechseln. Weg. Weg. So, sonst noch wer? Ach so, haben sie darüber... Ach so. Ja, das ein oder andere nette... Gewehrchen. Tut mir leid, Leute. Ach ja. Tut mir sehr leid für euch. Habt ihr wohl nicht ganz geschafft. Das verstehe ich sowieso. Ist es hier oder ist es bei mir zu Hause? Oh. Nee, ich meine, ich höre hier gerade so ein Pfeifen und ich bin mir gerade unsicher, ob ich das... Nee, das wird... Oh! Ich war da sowieso alleine. Ich war da halt. Oh, mein Himmels Willen, ey. Doch, ich glaube, das ist im Spiel. Ja, exakt. Haut die ganz fetten Teile da mal hin. Genau. So, zerstört. Boom. Zerstört. Was sind das für fette Raketen? Okay. Tschu. Ach ja, ich muss sagen, in den späteren Teilen ist es mit den ganzen mit den ganzen Waffen und Mods und so viel, viel netter gelöst. Verzeihung. Viel einfacher gelöst und viel angenehmer auch. Für den Spieler. Also dementsprechend lasst euch hiervon jetzt mal nicht zu sehr abschrecken. Es wird deutlich besser. So, Kampfscanner. VI. Ich weiß, das heißt. Ich glaube, das heißt 6. Ja. Erkundung, also vermutlich 6. Aber ich sag VI, kann ich mir, also
klappt besser bei mir mit dem Verständnis und so. Tatsächlich haben wir hier nichts Konkretes, nichts, was uns wirklich hilft. Außer ja, vor allem bei der Schrotflinte der Stabilisator vielleicht. Wobei der Kampfscanner auch nicht schlecht wäre. Ich glaube, wir nehmen hier mal das und hier nehmen wir dann den Stabilisator für die Pistole. So, dann weiter gucken. Granatwerfer, haben wir da etwas Neues? Das ist besser. Dann nehmen wir mal das. Und hier können wir nichts Besseres. Von der Rüstung her habe ich auch irgendwie nichts, was mich irgendwie so wirklich verbessern würde hier, ne? Hm. Okay, einfach mal rein jetzt hier. Retten wir Lisbeth Bayham. Ist sie so? Die Geth haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Sie müssen irgendetwas von den Exogeny-Systemen wollen. Warum sollten sie sich sonst mit all dem hier befassen? Komm her. So, dann ärgere ich mich mit denen schon mal nicht. Rum. Ich glaube, ich setze einmal hier, ne, Midi-Gel ein, weil die halt alle so... So, erledigt. Wow, oh, reiß dich zusammen, Raketenschütze. So, zack, weg. Mysteriöse Musik. Ich glaube, das ist echt alles mysteriöser, als es in Wirklichkeit einzuschätzen ist. Wie? Achso, ich kann ja noch. Oh. Hallo? Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Schade. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Okay. Let's do it. Also wir müssen in so hier rein. Machen wir aber noch nicht. So, jetzt kann ich. Oh ja. Denn hier gibt es noch was Nettes. Ja, ich weiß, ich speichere ganz viel. Manchmal ist es echt nicht nötig. Vor allem, weil ich gerade eben gespeichert habe. Oh, schau mal, ein fehlerhaftes Objekt. Und etwas auch ganz harmloses. So, destroyen. So, zerstört. So, und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, ja, wir sollten langsam mal einige Sachen hier wieder zum Universalgeld verarbeiten. Hier, Universalgeld, zack. Oh mein Gott, hier, Universalgeld. Kannst du nicht gleich einfach hier... So. Universalgeld. Ja, sorry, also, mal schauen, vielleicht... Ich guck mal, ob ich das vielleicht rausschneide oder nicht. Wenn mir jetzt nichts Konkretes einfällt, was ich noch dazu sagen soll, dann schneide ich es raus. Aber ansonsten, ich meine, ich laber jetzt auch ganz gut dementsprechend. Die ganze Rüstung müssten wir auch mal wieder loswerden. Tsunami. Das Ding ist, wir verwenden halt keine Sturmgewehre. Was? Ja, nee, können wir nicht machen. Das Ding ist einfach, ich spiele halt gerne mit Soldaten, weil das halt am wenigsten, das ist halt die geringste, am wenigsten aufwendig, wenn es ums Micromanagement geht, im Kampf. Weil ihr merkt schon, ich, mein Schwerpunkt bei, im Kampf liegt einfach auf den, Waffen. Und ja, das ist dann immer so. Edge, das kann weg. Das ist dann immer so. Ich setze halt im Kampf sehr wenige Fähigkeiten ein. Ablativer Überzug. Ab VII, also ab Stufe 7, werden solche Sachen, glaube ich, anders genannt.
medizinisches Interface. Warte. Klinische mobile Präzision Abkühlung. Ja, das kann sie eigentlich kriegen. Scheiße. Oh, hier Schadensschutz. Scheiße. Hier. Das kriegt sie. Kann ich bei mir irgendwas? Medizininterface. Jo, kann ich steigern. Hier. Bumm. Super. Und das ist Energiegewebe. So. Hätte ich das hier. Garrus, was hast du? Energiegewebe. Auch Energiegewebe. Vielleicht ein Schildmodul. Obwohl, nee. Habe ich. Energiegewebe VI? Noch? Nein, nur V. Okay, weißt du was? Wir könnten ihm aber, glaube ich, auch einfach was anderes geben. Ich meine, Schildgrenze und Härtung. Obwohl, ja, vielleicht ist doch das doch ganz gut. Ja, du, ich glaube, ich lad das erstmal. So, das kann ich hier noch zur Universalgel verarbeiten. Ich meine, das wird von keinem mehr verwendet. Ich habe ja besseres Zeugs. Insbesondere auch hier. Hier muss ich auch regelmäßig mal gucken, ob ich hier was machen kann. Hitzeabsorption, Kühlkörper 2, ja, und sonst habe ich einfach keinen Kühlkörper mehr. Ich habe zurzeit Kryo-Munition. Plus 10% Schildumgehung, minus 20% maximale Präzision. Ja, oder ich glaube, ich würde, glaube ich, tatsächlich sogar Schredder nehmen. Schaden, Brandmunition, ja, aber, ja. Polonium-Munition, Giftschaden, naja. Und das ist auch nicht schlimm, das bringt mir nie, ja. Komm, kriegst du das. Und du verwendest noch das hier am meisten. So, dann kriegst du hier noch einen schönen Stabilisator. Und hier auch noch verstärkende Schredder hier. Zack. Sauber. Irgendwelche Rüstung ansonsten? Nee, dann rüstungsmäßig sind sie, glaube ich, am besten aufgestellt, wie sie. So gut aufgestellt, wie sie nur können. Ja, Sturmgewehre und Pistolen, ne? Darauf gehe ich bei ihr. Wobei, ich glaube, sie hat... Lass mich mal eben gucken. Ja, oh! Ach ja, genau, wir sind eben auf der Brücke ein Stückchen... Genau, aus einer Stufe aufgestiegen. Adrenalinschub, ganz wichtig. Lyra Tassoni, soll ich dir noch, einen Punkt auf die Elektronik geben? Oder soll ich die Stase erweitern? Ja, Frage über Fragen. Aber seht ihr, ich kann bei ihr gar keine Waffen skillen, dementsprechend. Also für Präzisionsgewehre ist sie sowieso nicht gemacht. Werfen, heben, heben ist gut, glaube ich. Und Garrus, so, was kann ich mit dir hier anfangen? Komm, hier, du kriegst was aufs Präzisionsgewehr. Alles klar. Dann hätten wir das. Da ist nichts. Und wie lange machen wir schon? Wir machen jetzt schon fast 10 Minuten. Gar nicht wahr, wir machen schon fast die 20... Wir haben fast die 20 Minuten voll. Haben wir fast die... Warte. Ja doch. Wir haben noch knapp 5 Minuten noch. Oh shit. Das geht alles wie... Geht's nur nach unten, Commander Shepard. Ja, danke für die Aufklärung. Machen wir da, was war das? Achso, das sind wahrscheinlich die Kabel nur. Okay. Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Ja klar, wir sehen genau so aus. Hast recht. Ja, ist okay. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind sie überhaupt hier?
Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Okay, erstmal beruhigen und mach dir erstmal keine Sorgen. Ja, tatsächlich, Lisbeth Bainham, so hieß sie. Ha. Wir holen sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ja, was? Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Davon habe ich noch nie gehört. Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Ah, interessant. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Das sollte machbar sein. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Das ist das kleinste Problem. Erstmal hier eine persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Oh doch, hat sie. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Ja, ja, alles gut. Zum Torianer nochmal. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Krass. Nee, echt krass. Also so ein Pflanzenwesen. Tausende Jahre. Nicht schlecht. Der Geth-Angriff. Erzähl mir was darüber. Warum haben die Geth ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Geth das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Hm. Okay. Ich muss los. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Alles klar. Oh. Tot. Ey, tot. 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 Oh, die sind auch schon... Ich glaube, die ganze Zeit auf Garrus rum. Ich merke das gar nicht. Ja, ich habe manchmal echt eine sehr, sehr schlechte Übersicht. Gibt es hier irgendwas Tolles, was ich noch irgendwie holen könnte? Was sich zu holen lohnen würde? Hm. Guck mal da. Nee, warte, gar nicht. Doch, müssen wir da hin? Nee, gar nicht. Oder? Es ergibt nämlich überhaupt gar keinen Sinn, oder? Das ist irgendwie komisch, wir kommen da hin und auf einmal sind wir einfach wieder da. Irgendwie leicht komisch, aber okay. I can deal with that. So. Rumgesichert. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Lass mich mal eben gucken. Was könnte ich für ihn einsetzen? Hier, werfen. Entsichert und geladen. Und dann nochmal. Zack, weg ist er. Ein Schuss. So richtig zerfetzt. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Bla bla bla. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? Ja, was wollte denn der Kruganer eigentlich?
An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Okay, sprich weiter. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was? Zeus Hope? Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Und das ist auch Sarens Ziel. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Oh, die Ficker. Kontrollgruppe? Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Sie sollten Joker kontaktieren. Ja, mach ich. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. Ganz meiner Meinung. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Okay, erzähl mir was über die Geth. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Alles klar. Und was, erzähl mir was über Exogeny? Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Und wer leitet diese Einrichtung hier? Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Okay. Nochmal zum Torianer. Ne? Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Krass. Und wie kontrolliert er die Menschen? Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Krass. Und wie groß ist er? Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weiter strecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Oh my God. Und wie klug ist er? Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag.
Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Mhm. Und wo kann ich es finden? Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Okay. Und dann hätte ich nochmal gerne was zu Lisbeth gehört. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung, Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Warum wurde ich denn sanktioniert? Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden Sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Okay. Ja gut, bis dann. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Super. Und so, damit bedanke ich mich auch herzlich fürs Zuschauen. Sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben. Oh, scheiße, fast eine halbe Stunde. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht und beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Mass Effect. Bis dahin. Ciao.